Nach so vielen Jahren verursachst du immer noch Herzklopfen bei mir. Ach, wie süß. Geh einfach vom Gas und halte Abstand. Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr habt schon gehört, den ersten Spruch, und zwar geht es darum, Neues aus dem Schraubershop. Ich habe mir Sprüche von euch gesammelt und die habe ich auf Tassen brennen lassen. Ja, und damit das Ganze auch so ein bisschen besser läuft, habe ich mir einen Assistenten mitgebracht. Sagt Hallo zum Assistent. Ja, das ist mein neuer Assistent. Im Gedenken an die guten alten Zeiten. Wer kennt die Werkzeug nicht? Wer kennt die Werkzeugkiste nicht? Also, ich kann euch eins sagen. Ich habe mich damals super gefühlt, als ich die hochkant in den Schrottcontainer schmeißen konnte und eine schöne, flache, eckige, die neue Kiste halt gekriegt habe. Ne? Und heute, viele, viele Jahre später, denkt man, Mensch, das waren doch super Zeiten mit so einer Werkzeugkiste, die ganzen Fächer hier, überall lag irgendein Schmodder, unten waren die Sprühdosen drin, die grundsätzlich beim Werkzeugkiste zumachen leer gelaufen sind, und das Problem, wer kennt es nicht, ja, rastet nicht immer ein, man quetscht sich auch gerne schon mal die Finger. Standard bei dieser Werkzeugkiste, ja, im Gedenken an die alten guten Zeiten. Abgerissene Schrauben, ein Wasserhahn, eine Rohrzange da drinne, so richtig großes Werkzeug hat da nicht reingepasst. Aber was will ich euch erzählen? Die schon ein bisschen damals in den 90ern geschraubt haben, die wissen ganz genau, was, ja, die kennen den Wert dieser Werkzeugkiste, und vor allem, wenn einer mal einen Streich gespielt hat und beim Aufziehen, hier, beim Hochziehen, in dieses Fach Fett reingemacht hat. Schön Molikote, und die ganzen Finger waren den ganzen Tag eingesaugt. Ja, kommen wir zum Wesentlichen, zum Thema. Ich habe Tassen für euch bedrucken lassen, auf euren Wunsch, mit einem Schrauberlogo, mit einem lustigen Spruch. Für die Schrauber, Schraubersprüche überwiegend, und mit einer Signatur. Da wurde ich auch von euch explizit darauf hingewiesen, hey, kannst du nicht eins mit einer Signatur machen, mit einem Edding oder so? Nein, Leute, es muss spülmaschinenfest sein, und deshalb habe ich das komplett einbrennen lassen. Ja, wir packen einmal eine Tasse aus, da zeige ich euch das. Eine super Verpackung, nach der ich sehr lange gesucht habe. Da muss sich einer echt Mühe gegeben haben, diese zu designen. Mit ein Handgriff ist die offen, stoßgeschützt, so dass sie auch natürlich heile bei euch ankommt. Also die finde ich richtig klasse. Wenn ihr die Tasse kauft, dann kriegt ihr diese coole Verpackung ohne Plastik, ohne Styropor, ohne nichts mitgeliefert. Das Standard Schrauber Design mit einer Schrauber Signatur, wunderbar. Und der erste Spruch, den wir hier haben: Mein Auto ist ein Hybrid, es verbrennt Reifen und Benzin. Kagraf, hier, mein Auto ist auch ein Hybrid, so wie, ähnlich wie deiner, nur er verbrennt Reifen und Benzin. Alles klar, ab zu meinem Assistenten, er kann die einmal kurz festhalten, und ich zeige euch jetzt schon die nächste Tasse. Meine letzten Worte: Gang raus, dann starten. Leute, da spreche ich aus der Seele. Auch ich wurde schon fast platt gefahren, genau wegen diesem Problem. Für die Drifter unter uns, Leute. Gute Fahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe. Auch hier mit dem Standard-Schrauber-Design und der Signatur. Klasse! Na Leute, kennt ihr dieses Problem nicht auch? Also da muss man sich auch wirklich gut zu helfen wissen. Das passt richtig gut unter die Schrauber, für die Schrauber unter uns. Gibt es ja nicht auch mit Benzingeschmack? Und hier haben wir den Spruch, den ihr ganz am Anfang gehört habt. Ziemlich lang, aber kommt richtig gut rüber. Den finde ich super nice. Erzählt mir nicht, dass ihr nicht dieses Problem habt. Wenn mal wieder einer mit einer abgerissenen Achse kommt, dann ist das genau das Richtige für ihn. Den instabilen Zustand stabil halten. Und da haben wir auch schon die letzte Tasse. Hubraum statt Wohnraum. Finde ich auch richtig nice. Und mein Assistent nimmt die letzte Tasse entgegen, und das war's. Einmal vorab noch.
Die ganzen Sprüche gibt es nicht nur auf Tassen. Schaut einfach im Schraubershop vorbei, denn ich habe jeden dieser Sprüche natürlich auch auf einem Aufkleber verewigt. Im Shop findet ihr das Foto dazu auf einem Zentimeter, auf einer Zentimeterunterlage, wo ihr auch sehen könnt, wie groß der ist. Und wir gehen gerade mal kurz raus und ich zeige euch, wie wir diesen Aufkleber anbringen. Ganz wichtig erstmal, Untergrund sauber und trocken. Und Achtung, wenn ihr das hinten auf die Heckscheibe macht, in den Weg vom Scheibenwischer, das ist natürlich ein Aufkleber, der ratscht dann natürlich drüber. Da könnt ihr mich auch gerne anfragen. Ich kann euch den auch auf links bedruckt machen, bedeutet gespiegelt. Dann könnt ihr ihn von innen kleben, dann sieht man es von außen und ist im Scheibenwischerbereich, ohne dass es stört. Ich bevorzuge auch das Kleben auf die Scheibe. Lack geht auch, der Aufkleber geht super ab, nur das sind echt kleine Buchstaben. Und wenn ihr die dann irgendwann abknibbeln wollt, wird es nicht ganz so cool. Also, als erstes einmal ganz vorsichtig abziehen. So, dann positionieren wir das hier. So, einmal drauf gemacht. Rakel solltet ihr haben. Drauf rakeln, schön andrücken. Zack. Dann zieht ihr den ganz vorsichtig, auch ganz langsam. Nicht, dass ein Buchstabe hier vielleicht auf dieser Basisfolie kleben bleibt. Dann reißt ihr den Buchstaben nämlich kaputt. So. Und jetzt könnt ihr damit in die Waschanlage, ihr könnt damit einen Dampfstrahler draufhalten. Wenn ihr natürlich auf 10 cm Entfernung geht, dann geht der Aufkleber natürlich ab, ist ein Aufkleber, ne? So, so funktioniert das. Wir sehen uns wieder drinnen. So Leute, und das war's auch schon in dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr findet die Idee genauso gut, wie ich sie auch finde und dass ihr die Sprüche dementsprechend, ja, auch gut findet. Und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren eure lustigen Schraubersprüche hinschreibt. Ich will jetzt keine vorsagen, um niemanden das irgendwie zu beeinflussen, aber Schrauberspruch, irgendein Azubi-Spruch oder sowas, irgendwas Schönes, was ihr so gerne vielleicht auf einer Tasse hättet, um es jemandem zu schenken oder für sich selber. Das wäre echt klasse, würde mich riesig freuen. Und die anderen, die das dann auch noch mit einem Daumen hoch bewerten, damit ich sehen kann, welcher dieser Sprüche ist der beste. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon riesig, ich freue mich riesig auf euer Feedback und hoffe natürlich, dass es richtig gut angekommen ist und würde sagen, Leute, danke, bis demnächst, wir sehen uns hier auf YouTube. Tschüss, euer Schrauber. We're going under, and there's nothing we can do.